Freiheit bedeutet für mich, relativ sorgenfrei aufwachen zu dürfen. Und jeder stellt sich unter Freiheit doch immer noch ein klein bisschen was anderes vor. Das Freiheitsverständnis, das wir im Jahr 2022 haben, muss nicht genau das gleiche sein wie das, was wir im Jahr 2040 haben. Als Teilnehmende wünschen wir uns alle Menschen, die sagen, individuelles Spinnen ist toll, aber gemeinsam sich darüber austauschen, gibt eine ganz andere Energie.